Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Modellbaus auf unserem Kanal bei Modellbau König. Wie ihr seht hier das Thema Panther, Panther, Panther. Und zwar nicht noch ein Panther, sondern die haben etwas Spezielles oder etwas Spezielles nicht. Da kommen wir aber gleich zu. Erstmal die Eckdaten. Und zwar präsentiert uns hier heute das Werk unter der Nummer 35011. Haben wir hier die 3510 und die 3509. Panther Ausführung A, Late in dem Fall, dann einmal mit Early und einmal Early, bei dem sogar 2 in 1. Insgesamt enthalten sind 20 Spritzlinge plus Montierhilfen für die Segmentketten. Dann haben wir Ätzteile, eine Oberwanne ist einzeln drin. Dann 36 Baustufen sind zu bewältigen. Wir haben Decals für 4 Varianten bei der Ausführung 35011. Und das Ganze ist jetzt kommt zum Knallerpreis von unter 35 Euro zu haben. Aber ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick in die Packung. So, ihr Lieben, wir beginnen mit der Anleitung, wie ihr das von uns gewohnt seid. Und dazu sage ich euch gleich, es geht in dieser Vorstellung um die 35011. Die anderen beiden habe ich einfach mal mit einstreuen lassen, weil wir nicht jeden Panther einzeln vorstellen möchten. Die unterscheiden sich im Grunde genommen auch nur durch die fahrzeugspezifischen oder ausführungsspezifischen Fähigkeiten. Bei der frühen Variante war das MG zum Beispiel noch durch ein kleines Schild versetzt, Auspuffvariante und so weiter und so fort. Dazu will ich euch gleich im Abspann dann auch nochmal das Zimmerit dazu zeigen, was es passenderweise dazu gibt. Aber wie gesagt, das erst als kleines Bonbon hinten dran. So, dann haben wir hier die Anleitung. 2 in 1 heißt in diesem Fall, dass ihr einmal die normale Variante bauen könnt oder aber die Kommandantenversion. Ja, ein schön gestaltetes Bild hier haben wir hier in den Formen und Farben von das Werk halt, bisschen auf alt gemacht, bisschen altdeutsche Schrift vor dem Zusammenbau lesen, ganz wichtig, wie auch immer. Ja, typischerweise hier die Angaben, Warnhinweise und so weiter und so fort, Farben von Amo auf MIG, warum die Jungs aus Spanien haben die Farbprofile ausgearbeitet und angegeben. Dann erfreut uns hier auf der zweiten Innenseite die Teilübersicht. Das finde ich immer sehr schön, dass man das auch kontrollieren kann, sehen kann, was dabei ist, was dabei sein sollte immer. Dann geht der Bau schon los. Aus eigener Erfahrung, da ich das Ding gerade baue, diese Teile müsst ihr jetzt nicht montieren. Die kann man da drauf machen, dass man das sieht. Dazu sage ich euch gleich auf der Seite hier nochmal was. Und zwar lässt sich das hier ganz gut verarbeiten. Ich habe das ja mal angepreist, jetzt habe ich das tatsächlich mal verarbeitet. Aber wenn ihr diese Teile hier festklebt, also praktisch das mit dem hier vereinigt, dann spart bitte nicht mit dem Kleber, die müssen nämlich schön fest sein. Und hier braucht ihr auf jeden Fall entweder ein super scharfes Skalpell oder aber eben eine Kneifzange oder einen Seitenschneider mit sehr dünner Spitze, sonst funktioniert das Ganze nicht. Funktioniert recht gut, genauso wie das hier, lässt sich auch gut zusammenarbeiten. Lasst das hier unbedingt bis zur Endmontage auf dem Panzer frei. Das Treibrad und das Spannrad könnt ihr schon mitmontieren, das kann mit angemalt werden, das ist kein Problem, das funktioniert wirklich so, wie es aussieht, aber lasst das hier unten frei, sonst habt ihr das Ding nämlich mit eingebaut. Gut, geht es weiter hier. Ja, ganz normal, hier seht ihr das auch, Entschuldigung einmal, dann ist hier einmal die Montage hier, wie das hier übergearbeitet wird, das funktioniert auch wirklich so problemlos, wie es aussieht, dann geht das weiter mit der Anleitung hier. Falls ihr die Zimmerit-Teile verwenden wollt, die es optional dazu erwerben gibt, müsst ihr natürlich diese Teile nicht ankleben. Da war auch Zimmerit drauf. So, ich erzähle noch mal ein bisschen was zum geschichtlichen Hintergrundbau, dürfte klar sein. Die Ausführung A wurden bis auf die ersten drei, die MNH im August 1943 ausgeliefert hat, alle mit Zimmerit ausgeliefert, das heißt früh, mittel und spät, wirklich tatsächlich mit Zimmerit. Da gibt es verschiedene Zimmeritsorten, die gibt es einmal von Daimler-Benz, dann gibt es von MAN gibt's Zimmerit, unterscheidet sich halt von den ja, verschiedenen Aufbringungstechniken, ja so ähnlich wie die Muster im Kuchen oder wie ihr das mit einem Stuller und Butterbrot praktisch mit der Gabel da rein macht, so kann man sich das vorstellen.
Ja, und müsst ihr halt natürlich bei der Montage beachten, mit dem Zimmerit, wenn ihr das aufklebt, bevor ihr die Sachen zusammenklebt. Wäre sehr ärgerlich, wie ich jetzt feststellen musste, wenn ihr da schon zusammenbaut und da Anbauteile sind und ihr das wieder abholen müsst. Gut, ja, zum Bau sollte es keine Probleme geben. Denke ich mal, die Qualität ist ja eine bewährte. Das Werk arbeitet da mit einem sehr namhaften Hersteller, Tacom, zusammen. Sind die vormaligen Nummern 2097, 98 und 99. Die Variante mit Zimmerit, die 2100 von Tacom, die wurde nur kurzzeitig aufgelöst. Das war auch die einzige, wo Zimmerit mit drauf war. Das heißt, es gibt keine mehr zu kaufen. So, und dankenswerterweise legt uns der Hersteller hier auch die lange Variante mit bei. Da könnt ihr tauschen oder könnt ihr euch aussuchen, was ihr wollt. Das ist nicht das Friedenzeichen, sondern da könnt ihr euch aussuchen, was ihr da verwenden wollt. Ja, dann haben wir ja insgesamt 4 Bemalvorschläge. Auch die sind sehr schön ausgearbeitet mit den Farben von Armor of Mid. Kann man hier sehr schön sehen. Auch erfreulicherweise sind die dabei. Ja, hier nochmal die 44. Da sind auch also einige Zeit- und Ortsangaben bzw. Divisionsangaben. Finde ich immer sehr schön, dass man, wenn man gegebenenfalls ein Diorama baut, weiß, wo, wie und was. Ja, die letzte Seite, wie so manch andere Hersteller, ein bisschen Werbung in eigener Sache, kann man sehr schön sehen. Sind ja auch schon ein paar Sachen jetzt im Portfolio der Firma. Die letzte Seite nochmal Hinweis auf das Werk und auch die Seite. Dann kommen wir nun zum Kunststoff. Da haben wir ja einige alte Bekannte. Der Spritzen liegt zweimal dabei. Super tolle, bewährte Qualität, ohne irgendwelche großen Makel oder überhaupt Makel. Ich habe jetzt keine Auswerferstellen gefunden, wo sie nicht hingehören. Ich habe keinen Verzug gesehen. Ich habe keine bösen Fischhäute gesehen. Das ist eine runde Sache, das passt. Das haben die Jungs gut eingekauft. Sollte gut dabei sein. So, dann haben wir hier Seitenteile. Das benötigen wir nicht. Das waren praktisch die Abtrennung links und rechts für den Motor. Kann oder muss aus Stabilitätsgründen, glaube ich, eingebaut werden, aber da ist keine Inneneinrichtung oder weiteres dabei. Das Teil hier bleibt es nicht einzubauen, wenn ihr die Zimmerit-Variante oder das Teil mit braucht. Aus dem einfachen Grunde, da liefert die Firma ATAC, wo das Werk mit zusammengearbeitet hat, das passende Teil. So, dann haben wir hier die Oberwanne. Eine schöne Oberflächenstruktur, wie ich finde, ist ein bisschen unregelmäßig. Hier haben wir eine kleine Auswerferstelle, genau wie hier. Lässt sich aber, das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, sehr leicht wegmachen. Ein bisschen mit Kleber nochmal rübertunken und diese Stelle hat es nie gegeben. Ist auch hier wieder, verschwindet natürlich, wenn ihr Zimmerit habt. Unter der Zimmerit-Oberfläche ist halt in der Natur der Sache. Das gleiche gilt hier für das Turmoberteil. Auch hier haben wir hier oben wieder ein minimalistisches Auswerferstellchen, das dann es gilt zu entfernen. Auch hier wieder, wenn ihr mit Zimmerit arbeitet, dann müsst ihr das halt entfernen. Ja, Zimmerit kann man nicht nur kaufen, sondern auch selber machen. Firmen wie zum Beispiel AV Club, da kommt ihr hier durch. Firmen wie zum Beispiel AV Club haben ein Werkzeug, ein Tool, wo man das Ganze mit selber herstellen kann. So einmal hier die guten Laufrollen. Auch hier gibt es nichts zu mäkeln, nichts zu meckern. Sollte eine gute Qualität sein. So, einmal hier hin. Dann haben wir hier noch diverse Anbauteile, Maschinengewehr, ein paar Auspuffstücke und so weiter und so fort. Auch hier wieder gute und bewährte Qualität. So, dann folgt, wenn es rauskommt, die Unterwanne, die diversen kleinen Anbauteile. Hier kann man sehr schön die Herausarbeitung dieser einzelnen Teile sehen. Das muss eingebaut werden hinten. Das dient praktisch als Stütze für die Oberwanne. Dann leider, was mir nicht ganz so gut gefällt, ist, dass die Rohrwischerstangen, die Behälter dafür, dass sie zweiteilig sind. Naja, gut, jammern auf hohem Niveau, aber ist halt doch ein bisschen ärgerlich. Auch hier nochmal ein Hinweis von mir in eigener Sache. macht eine kurze Trockenanpassung, dass das auf jeden Fall, bevor ihr oder wenn ihr die Seitenteile anbaut, auch schön stimmig zusammenpasst. Und noch etwas, der Auspuff hier oder die Auspuffee
Die sind zwar schon angedeutet hohlgegossen, freuen sich aber riesig darüber, wenn ihr das Ganze nochmal ein bisschen nacharbeitet mit einem kleinen oder einem passenden Bohrer halt dazu. Hat doch gleich einen riesengroßen Haufen mehr Realismus im Modell. So, dann haben wir ja hier meine heißgeliebte Kettenmontagehilfe. Da zeige ich euch mal exemplarisch ein Teil. Wie ich euch das vorhin schon in der Anleitung gesagt habe, das funktioniert wirklich, kann man gut mitarbeiten. Ja, wie bei allen Sachen, achtet ein bisschen drauf, dass ihr das schön vernünftig macht und dann sollte das eine runde Sache sein. So, Kupferkabel liegen auch dabei. Schön zu erkennen, auch hier an den hohlgegossenen Kauschen dafür. Die müsst ihr noch ein bisschen verdrillen vorne, Sekundenkleber minimalistisch drauf, da reingesteckt, schon fertig. Dann haben wir hervorragend gemachtes Werkzeug hier mit dabei, gefällt mir sehr gut. Gleichbleibend hohe Qualität, aber auch die kennen wir ja schon. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch in meiner schönen Wunderkiste haben. Dann hier die Seitenteile, das kommt nach innen. Dann haben wir hier noch diverse Anbauteile. Dann hier die beiden Seitenteile für die Unterwanne, beziehungsweise wo Unterwanne auf Oberwanne trifft. Dann gebe ich euch auf der anderen Seite, drehe ich nochmal um. Auch hier wieder, wenn ihr Zimmerit verwendet, müssen die Fender hier, die Schutzbleche oder die Teile, die waren auch mit Zimmerit versehen, bei dem von uns angebotenen Zimmerit-Set sind die mit bei. Ansonsten, wenn ihr es selber machen wollt, unbedingt dran denken, dass das halt mit abgedeckt wird. So, die Antenne, die haben wir hier. Die großen und die kleinen kann man sehr schön sehen. Ganz schön und toll gemacht, gefällt mir sehr gut. Minimalistische Fischhaut haben wir hier ein ganz bisschen, das ist aber das kleinste Problem, sollte schnell zu behoben sein. Die Anlage hier, die brauchen wir nicht, das ist praktisch als Beigabe vom Hersteller mit dabei. Das gehörte zu der Variante mit Inneneinrichtung und das macht das Ganze auch aus, dass ihr hier einen Bausatz an die Hand kriegt mit heutiger Qualität zu einem kleinen, schmalen Preis. Egal, ob ihr das Modell nun so baut, es mit anderen Sachen versieht oder halt einen Umbausatz draus macht, auf jeden Fall das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt schon mal. So, dann haben wir hier jeweils zweimal die Teile drin. Das sind einmal, gucken wir uns hier von außen an. Da haben wir hier die schön gemachte späte Panther-Kette. Was heißt eigentlich späte? Ich sag mal die normale. Die andere wurde ja nur auf dem Panther D verwendet, ohne hier die Stollen. Das Ganze sieht sehr hervorragend aus. Und die Funktionsweise, ich erkläre das hier gerne auch nochmal. Ihr knipst das hier ab, klebt das dann da drauf. Wie gesagt, da könnt ihr ruhig ein bisschen ordentlicher mit dem Kleber sein. Jedes einzelne Glied oder jedes einzelnes Dings hier auf jeden Fall erwischen, weil sonst beim Abknipsen springen die euch nämlich ins Nirvana und das Ganze wäre sehr ärgerlich. So, jetzt haben wir hier die Rückseiten, auch hier wieder gehört Zimmerit da drauf. Ihr müsst diese Variante bei der späten nehmen, das hier war die frühere. Genauso müsst ihr darauf achten, welche Optik zu verwenden ist. Auch da gibt es wieder Unterschiede in früh und spät, beziehungsweise mittel. Und hier dort ist auch Zimmerit aufzubringen, genauso wie hier drumherum und auf diesen Flächen. Ja, und natürlich hier die Luke nicht zu vergessen. Ja, positiv zu erwähnen, einteiliges Kanonenrohr, weiß zu gefallen. Dann haben wir hier noch diverse kleine Anbauteile. Leider, Herr Gottes, ist hier die geteilte Mündungsbremse, gefällt mir nicht ganz so gut. Ist aber halt nun dabei, entweder Zähne zusammenbeißen, verarbeiten oder halt alternativ etwas zum Zubehörmarkt. Ja, was auch eine richtig tolle Innovation ist, das durfte ich jetzt auch erfahren, dass die einzelnen Teile hier, die Winkelspiegel von der Kommandantenkuppel, die hier gehören, die nehmt ihr, also ihr könnt das hier ausschneiden, zack, da drauf kleben, das funktioniert wunderbar. Leider Gottes sind nur Kunststoff oder also in Farbe des grauen Kunststoffs die Winkelspiegel dabei. Das wurde ja von Tacom in späteren Varianten behoben. Hier sind sie nun dabei, ein bisschen blau Kristall dazu und schon habt ihr einen schönen Effekt. So, dann haben wir noch ein paar Kleinigkeiten hier. Ich hole das mal raus.
Da hätten wir unter anderem zwei kleine Ätzteilbögen, hier einmal für die Lüftergitter und hier für die Befehlsvariante, die Sternantennen. Auch hier gute gleichbleibende Qualität, da gibt es nichts zu meckern. Dann haben wir hier das große Abschleppseil, dann hier das kleine zur Hilfe der Ketten aufziehen. Auch hier sollte es keine Probleme geben. Das ist das, was ich meinte. Müsst ihr halt ein bisschen nachdrillen, das Ganze. Dann kommt da, geht natürlich jetzt nicht so schön, Vorführeffekt. Dann schiebt ihr das hier dann da rein. Kleines bisschen Sekundenkleber und schon fertig. So, und zum guten Schluss haben wir hier schön verpackt die Nassschiebebilder für die vier Varianten, kann man sehr schön sehen. N1 ist die Befehlsvariante. Ich müsste sauberer, glaube ich, Großdeutschland sein in der Normandie. Auch hier gibt es nichts zu mäkeln und zu meckern. Bewährte Qualität. Und dann wären wir schon durch. So, ich muss mich hier so ein bisschen in den Hintergrund quetschen. Vorgestellt haben wir ja sicherlich diese Sachen, das ist wichtig. Was vielleicht ein bisschen untergegangen ist, also das Schöne oder das Besondere ist halt an diesem bewährten oder an den bewährten Bausätzen, dass es keine Inneneinrichtung enthält, dass wir einen deutlich und tollen, attraktiven Preis haben, deutlich unter 40 Euro, sogar unter 35 Euro. Dann haben wir hier mit euch und der Firma ATAC noch einen passenden Zimmeritsatz dazu entwickelt, mit den passenden gegossenen Resinteilen natürlich, was ich auch vorhin erwähnt habe, ist separat erhältlich. Da haben wir das Muster von Daimler-Benz hier. Eventuell gibt es noch mal eins von MAN. Derzeit ist noch keins vakant, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, Preis-Leistung stimmt hier, da gibt es nichts zu mäkeln oder zu meckern. Dann bedanke ich mich bei euch wieder für eure Aufmerksamkeit und ich würde uns freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin.